Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ihre Servicehelferin und führe Sie durch dieses Video, damit Sie zukünftig Ihren Weiterbewilligungsantrag auf Arbeitslosengeld II, kurz WBA, ganz einfach, digital und online erledigen können. Das klingt schwierig, ist es aber nicht. Schritt für Schritt gehen wir jetzt zusammen durch die Anwendung und Sie werden sehen, dass es ganz einfach ist und viele Vorteile bietet, wenn Sie Ihren WBA ganz in Ruhe und bequem zu Hause direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Computer ausfüllen und gleich an Ihr Jobcenter schicken. So sparen Sie Zeit und den Weg ins Jobcenter. Gut, oder? Jetzt starten wir. Zunächst gehen Sie auf die Seite www.jobcenter.digital und melden sich dort mit Ihren Zugangsdaten der Jobbörse wie gewohnt an. Wenn Sie noch keine Zugangsdaten haben, wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Jobcenter. Nach erfolgreicher Anmeldung gehen Sie auf das Feld zum Weiterbewilligungsantrag. Zunächst tragen Sie die Nummer Ihrer Bedarfsgemeinschaft ein und gehen dann auf Antrag starten. Damit erfolgt auch gleich eine automatische Mitteilung an Ihr Jobcenter. Im nächsten Schritt beantworten Sie Fragen zu verschiedenen Punkten wie zum Beispiel Bedarfsgemeinschaft, Haushalt und Haushaltsgemeinschaft und Einkommen. Diese Angaben sind wichtig und müssen immer aktuell sein. Wenn Ihnen etwas unklar ist, finden Sie Erläuterungen zu diesen Begriffen. Zum Beispiel, was ist eine Bedarfsgemeinschaft? Wer gehört dazu, wer nicht? Außerdem tragen Sie hier weitere persönliche Angaben ein. Änderungen im Familienstand, geplante oder erfolgte Umzüge, Kosten zur Unterkunft und zu den Heizkosten sowie zu Ihrem Einkommen. Gibt es neben Ihnen weitere Personen in der Bedarfsgemeinschaft, so tragen Sie auch hierzu alle Angaben ein. Das alles geht ganz einfach per Klick. Wenn Sie mal etwas übersehen, ist das kein Problem, denn fehlende Pflichtfelder werden rot markiert. So sehen Sie sofort, wo noch Angaben fehlen. Achtung! Nur wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden, kann der Weiterbewilligungsantrag durch Ihr Jobcenter bearbeitet werden. Sie können die Antragsbearbeitung auch jederzeit unterbrechen. Es kann ja immer mal etwas dazwischen kommen. Ihre Eintragungen werden automatisch gespeichert und sind sicher hinterlegt. Zu einem späteren Zeitpunkt setzen Sie Ihre Eingaben einfach wieder fort. Nun geht es weiter mit den Feldern zum Haushalt und zur Haushaltsgemeinschaft. Wenn Ihnen die Begriffe unklar sind, finden Sie hier hilfreiche Erläuterungen, was darunter zu verstehen ist. Nach dem allgemeinen Teil geben Sie jetzt die Kosten zu Ihrer Unterkunft ein. Danach Angaben zu einem eventuellen Einkommen. Entsprechende Nachweise können Sie entweder einscannen oder mit Ihrem Smartphone fotografieren. Dann können Sie zum Beispiel Ihren Einkommensnachweis ganz einfach hochladen, egal ob mit dem Computer, dem Smartphone oder einem Tablet. Am Ende gibt es eine Zusammenfassung. In dieser können Sie nochmals ganz in Ruhe alle gemachten Angaben überprüfen und gegebenenfalls berichtigen. Wenn Sie Ihre Prüfung abgeschlossen und alle Angaben bestätigt haben, klicken Sie auf Antrag senden. Es erscheint die Nachricht, Sie haben Ihren Weiterbewilligungsantrag online abgeschickt. Mit einem Klick auf Zurück zur Übersicht sehen Sie die Bestätigung, dass Ihr Weiterbewilligungsantrag erfolgreich gestellt und an uns übermittelt wurde. Und das war's dann auch schon. War doch gar nicht schwer, oder? So sparen Sie zukünftig Wege und Zeit und haben jederzeit den Nachweis, dass Ihre Daten sicher bei uns im Jobcenter angekommen sind.